Haben wir ja bis auf die 3 LKW war nichts los. Ich glaube, davon kommt die Grenze Niederlande-Belgien. Hier werden wir auch überqueren. Sehr schön, aber Punktzeit 4 Uhr 18 momentan. Eine Stunde noch um 45 Minuten. Pause mache ich auf jeden Fall keine davor. 596 Kilometer noch zu fahren. Also haben gleich die Hälfte geschafft. Und von den Niederlanden geht es dann nach Deutschland und auf Deutschland geht es dann wieder auf die Autobahn. Oder ein bisschen mehr. Dann davon, aber mehr Tempo haben wir sowieso nicht als auf der Bundesstraße, das ist dann wurscht. Nach einer harten Kurve aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Kann man da nur sagen. Ja, mit den 33.000 abzüglich wieder Kredit haben wir dann 33.000 ungefähr. Gerade Ausrichtung von Duisburg. Nach links Richtung Amsterdam, geradeaus Richtung Duisburg. Duisburg ist die richtige Richtung. Da fahren ja Duisburg, Dortmund vorbei, dass wir rauf nach Osnabrück kommen. Wieder finster. Irgendwann kommt auch dann die Grenze dort vorne, ja. Dann. Geht langsamer natürlich.
angezogene Kurve. Alles im Griff. Da sind halt nur 60 erlaubt, wahrscheinlich wegen die vielen Kurven. Was ist hier der Polizei? Nichts passiert, meine Damen und Herren. Doch. Oh nein, das sind nur die Reifen. Nur die Reifen. 4%. Schauen wir mal, was für eine Bremsleistung der hat. Bremst hätten wir es? Gleich mit dem 60er weiter. Was ist da los in Deutschland auf den schnellen Straßen? War das Deutschland so ein schnelles Land, was das Fahren betrifft? Keine Strafe gezahlt. Das war ein Polizeiauto, ganz klar. Was machen die da? Was für ein Gruppenkuscheln machen die? Als Lotte aus der Brücke. Hamburg, Bremen, Hannover. Ja, Richtung Hamburg ist schon ganz gut. Bremen geht's ja auch vorbei.
Jetzt viel Zeit, gell? Sorry, nochmal schnell fahren. Was ein heftiges. Nein, das war eh richtig, aber noch eh auf die Karte. Waren da vollkommen richtig noch. Jemand fahren? Verboten im Normalfall? Aber wir machen es doch trotzdem. Ein bisschen konzentrieren auf die Straße, dass wir dann hängen. Abbiegen. Nach Bremen. Wir fahren nach Kiel, gleich in Hamburg. Weit war Hamburg noch? 96 Kilometer, ja, also. So viel. Also, ich glaube, wir werden in der Folge auf jeden Fall fertig fahren. Also, ich werde jetzt nicht eine extra Folge beginnen, dann. Wir werden da das durchfahren jetzt. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist doch egal.
Vielleicht werde ich generell dann in Zukunft schauen, dass ich die Folgen ein bisschen länger mache hier in Euro Truck Simulator, nachdem wir hier viel fahren, nicht zu viel passiert. Dennoch. Sehr gut, weil hier. Von man staut sich ein bisschen. Okay, Kiel müssen wir dann nach rechts. Hamburg Hafen, das heißt, oder? AH Zentrum, Hamburger Hafenzentrum. Nehme ich jetzt einmal an. So. Sehr schön. Bin auf jeden Fall gleich da. Läuft hinter Autobahn. Hier rechts Hamburg. Ich will da nichts von mir, oder? Ja, Rebecca hat wieder was angenommen. Sehr schön. Das ist nämlich auch meine letzte Fahrt für heute, deswegen möchte ich da die Folge jetzt auch nicht unterbrechen und eine neue Folge anfangen, damit ich dann vielleicht nur eine kurze Fahrt machen kann. Definitiv die letzte. Deswegen. Suchen wir uns da jetzt das Ende in Kiel einmal. Können ja dann beim nächsten Mal unsere ganze Statistik wieder durchschauen, wenn wir starten.
Finanzen. Immer wieder schlafen gegangen sind, weil dann ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Okay, und mit der und rechts abbiegen heißt das. Sehr schön. Supermarkt. Kiel geradeaus. Reifen behalten. Okay. Kiel. Haben wir es gleich geschafft. Postbett liefern wir. Bremst. So, Anhänger reinschieben. Motor abstellen. Wir haben es geschafft. Gut. Ergebnis jetzt anzeigen. Wir sind ein Level
weiter. Ich würde sagen, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.